Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil. So, dann haben wir hier wieder schönes Zeug. Wenn ich mir das mal so anschaue. Ich glaube, ich weiß auch, was jetzt kommt. Ne, das Spray. Ich würde ganz gerne die Munition nehmen. Danke. Und weiß die Blendgranate bitte. Okay. So, jetzt geht's mal wieder zurück. So, da kommt dann direkt schon mal was um die Ecke zum Spielen. Das hat glücklicherweise dann doch noch gereicht. Okay, puh. So, dann können wir jetzt hier auch die Waffen nochmal auswählen. Wenn wir schon mal dabei sind, auch die... Uah, fuck. Ich hab doch gerade keine Muni. Also, beziehungsweise, ich hab schon Muni, aber die will ich nicht, ich möchte gern, dich gerne mit dem neuen Gewehr erledigen. Dass wir das alte erstmal wegpacken können. Ich glaube, langsam können wir auch die Pistole... Keepen. So. Dann komm mal hier. Will ich noch irgendwas ablegen? Ich glaube, ich lege erst. Ja, ich lege wirklich mal die Pistole gerade ab. Dann haben wir Platz. Dann hauen wir mal die Hunter weg, die hier rumrennen. Und, passt doch drei Schuss. Ich dachte, zwei würden reichen. Aber gut. So. Wurde repariert. Das heißt, wir können das jetzt durchgehend nutzen. Das ist schön. Gehen wir zurück, sammeln die restlichen Items noch ein und hinterlegen die jetzt mal in die Truhe. Dann haben wir das ja auch mal geschafft. Klopf. So, passt hier gerade Nummer 1, bitte. Nummer 2. Damit haben wir hier alles, oder? Ja. Genau, da ist jetzt halt der... Theoretisch, ich habe glaube ich ja alles mitgenommen in der im anderen Bereich. Ich glaube, eigentlich könnte das die Medaille wieder. Na gut, ich habe das Inventar eh voll. Na gut, ich weiß ja, wo sie ist. Wie
gesagt, die hat ja auch unten noch reingepasst. Aber dazu dann später. So, legen wir mal die Speicher, die Lebensdinger weg, also Spray. Und ich glaube, dann jagen wir mal eine Runde weiter. So, tschüss, erst die Hilfespray. Kerosin, ne, gerade nicht. So, wir hatten, genau da war jetzt hier noch ein Tür, aber ich glaube, war die von der anderen Seite verschlossen? Weiß es gerade nicht mehr. Nee, das war tatsächlich für den Helmschlüssel hier. So, Dankeschön. Dann schauen wir mal. Ah. Das war das. Okay, dann... Ups. Einmal drücken, bitte. So, schieb, 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 schieb. So, gut angekommen. Ja. Haben wir die jetzt nicht da... Können wir uns die Gemälde eigentlich noch anschauen? Nö. Nicht da reingelegt, hätte das ein wenig böse enden können. So, hier haben wir jetzt einen Schalter. So, das ist ein Schalter drücken. Jawohl. Nicht hängen bleiben. Danke. Okay, und du gehst dann direkt wieder zurück. Wie war denn das mit der... Ah. Da unten hin. So. Sehr schön. Tür geöffnet. Bin ja fast stolz. Eine Granate. Vielen Dank dafür. Ich glaube, mit dem Loch warte ich noch ein bisschen. Ich will erstmal die restlichen Türen hier aufhaben. Wo ist denn jetzt noch was? Da ist eine Tür. Okay. Da können wir halt raus. Auf der anderen Seite können wir es jetzt öffnen. Dann mal los, mein lieber Chris.
Ja, sollte passen, denke ich. Ich glaube, jetzt haben wir hier nämlich auch Hunterstadt. Dings, oder? So, hier haben wir alle Türen offen. Also, ob jetzt überhaupt noch Zombies rumrennen. Ah, wir haben ja unsere treue Shotgun. Den Crimson da drin haben wir auch zerlegt. Gut, dann fangen wir vielleicht hier mal an. Einmal aufschließen, bitte. Wie viel Platz habe ich? Oh, ich hätte noch ein bisschen was. Ah, okay. Hier sind wir. Eindeutig, bitte mitnehmen. Das ist Forrest vom Dream Bravo, sein Körper ist von tiefen Wunden übersät. Das kann ihn so zerrissen haben. Forrest hat ins Gras gebissen, er scheint schon eine Weile tot zu sein. Ja, Crimson. So, können wir zumindest schon mal eins mitnehmen. Ach komm, das kombinieren wir gerade. Geht nicht? Okay. Dann kommen wir da vielleicht später nochmal zurück. Oder jetzt gleich, nachdem wir die Taschen ein wenig geleert haben. Dann will ich die andere Seite auch mal noch aufsperren. Haben wir das zumindest schon mal erledigt. Müsste die, genau, diese Tür gewesen sein. Und unten war ja noch eins. Genau, das war hier mit dem Hund. Ich glaube, da hätte ich sowieso durchgehen können, ne? Hm. So, dann. Wo warst du jetzt? Hier. Ich glaube, das war die mit dem Helm. Jawohl. Okay. Was gibt's hier Schönes? Auf jeden Fall was zu lesen. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gebäude, nicht einmal Sir Spencer. Na dann.
schauen. Warte mal hier. Können wir das mitnehmen? Da liegt ein undefinierbares Organ. Es könnte von einem Menschen oder von einem Tier stammen. Ah, okay. Können wir gerade nicht tragen. Dann lass uns doch hier mal ein bisschen ausdünnen. Hi. So, da wäre wie gesagt noch kein Platz. Ach komm, weißt was, dann nimm gerade mal das grüne Kraut. Ah, hier haben wir dann die Batterie. Sehr gut, für draußen. Oder? Nee, Schmuckkasten. Es gibt eine runde Haushöhle, okay. Da blinkt noch irgendwas. Oh, wäre noch unter euch. Cool. Dann sollten wir hier aber, glaube ich, ja, das soweit mal mitgenommen haben. Bringen wir das jetzt erstmal weg, dass wir Platz haben. Dann kommen wir nochmal hierher und sammeln den Rest auf. Und dann haben wir halt auch noch relativ viel. Oder? Ja, doch, sind noch einige Türen, die wir noch nicht geöffnet haben hier. Wollte ich nicht in die Falle, auf die andere Seite. Das geht etwas schneller mit der Dings dann mit dem mit der Speicherkiste. Hab ich noch einiges hier mitzunehmen. Hier waren jetzt aber keine verschlossenen Türen mehr. Ne, okay, auf der Seite haben wir tatsächlich alles geöffnet zumindest. Noch nicht alles mitgenommen. Aber zumindest mal alles geöffnet. Hier ist dann auch erstmal Ruhe. Ja, ich glaube, ich könnte auch dann theoretisch direkt unten rumrennen. So. Zeug kommt erstmal weg. Eigentlich ist ja nur der Schmuckkasten, der gerade mal weg kann. Also, und die Pistolenmunition. So, dann holen wir uns noch die Farbbänder. Und ja, Kräuter. Kräut hin, Kräut her. Aber ich noch einiges an Backtracking fällt mir gerade mal ein. Vielleicht mache ich das auch einfach mal gerade zwischen den Folgen. Legeräume sind die Räume ja soweit. Von daher würde ich mal sagen, wir beenden die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann werde ich mal das Inventar ein bisschen entleeren und dann können wir mal schauen, wo wir als nächstes hingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.